Hi Freunde, hier ist wieder euer Patrick von Auswanderungssee Ungarn und heute soll es darum gehen, was es Neues zu den Vignetten ab 2024 gibt, besonders ab März 2024 wegen einer neuen EU-Richtlinie. Das trifft nicht nur Ungarn, das trifft alle Länder der EU, die eine Vignette haben. Also bleibt dran, alles dazu nach dem Intro. Ja, Freunde, also heute möchte ich darauf eingehen, was die neuen Vignettenpreise in Ungarn für 2024 sind und was zusätzlich ab März 2024 noch hinzukommt, da die schöne EU es angeordnet hat. Für mich persönlich ist es reine Abzocke und es macht überhaupt keinen Sinn bei dem Preis, der dort verlangt wird. Also kommen wir nun erstmal zu den neuen Preisen für die Vignetten 2024 in Ungarn. Die Preise werden berechnet nach der durchschnittlichen Inflation vom August diesen Jahres und diese war in Ungarn bei 16,4%. Und um diese Prozentzahl werden die Vignetten erhöht. Für Pkw-Fahrer kommt man für die 10-Tages-Vignette auf 6.400 Forint. Das sind 16,80 € und bisher waren es 5.500 Forint, also 14,50 €. Für die Monatsvignette muss man 10.360 Forint bezahlen, also 27,20 € und bisher waren es 8.900 Forint, also 23,40 €. Und für die Jahresvignette muss man 57.260 Forint jetzt bezahlen, das sind 150,25 € und bisher waren es 49.190 Forint, also 129,30 €. Und dazu kommt noch die Komitatsvignette, die für die jeweiligen Komitate zählt pro Jahr und diese kostet dann 6.600 Forint. Also 17,50 € und bisher waren es 5.720 Forint, also 15 €. Und ab nächstes Jahr sollen ja weitere Abschnitte auf Autobahn und Schnellstraßen zu den Gebührenpflichtigen hinzukommen. Und jetzt kommen wir zu der neuen EU-Richtlinie. Es kommt eine neue Vignette, die die EU unbedingt will. Und das ist die Tagesvignette. Diese Tagesvignette kostet dann 5.150 Forint, das sind 13,50 €. Und für mich ist das pro Tag brutal viel, was hier verlangt wird dafür. Und warum ist die so teuer, da es eine EU-Richtlinie auch zu dem Preis gibt? Der Preis darf bis 9% des Jahresanspruches gehen. Und aber nicht höher. Für mich ist es totaler Schwachsinn und die Leute werden mit der Tagesvignette nur abgezockt. Jeder sollte die Vignette nicht kaufen und es dann so planen, sich die 10-Tages-Vignette zu kaufen und dann innerhalb von den 10 Tagen dann zwei oder dreimal fahren. Wenn man nämlich jetzt die Tagesvignette dann kauft und muss vielleicht in 8 Tagen nochmal wohin fahren, ist es dann mehr Geld. Und das verstehe ich nicht. Es kann ja nicht sein, dass die Tagesvignette umgerechnet nur 3,30 € billiger ist wie die für die 10 Tage. Man muss ja nur mal die Differenz bei der Monats- und der 10-Tages-Vignette sehen. Diese liegt bei 10,30 €. Aber da ist der Unterschied der Tage mal 3. Und bei der 10 Tage und der Tagesvignette ist der Unterschied logisch mal 10. Und ich bin gespannt, wie viele sich die Tagesvignette kaufen werden oder ob sie so schnell wie sie kommt auch schnell wieder verschwindet. Weil im Endeffekt für diesen Preis braucht man keine Tagesvignette. Und diejenigen, die Urlaub in Ungarn machen wollen, kaufen sich sowieso entweder die 10-Tages-Vignette oder die Monatsvignette. Und die Ungarn haben sowieso viele von denjenigen, die Komitatsvignetten.
weil diese ja um einiges, um Vielfaches eigentlich billiger ist und die Ungarn nur in den anderen Komitat vielleicht zum Besuch, zum Einkaufen fahren oder vielleicht dann auf Arbeit fahren, aber die Ungarn fahren eigentlich nicht über viele Komitate hinweg. Höchstens sie machen vielleicht mal irgendwo Urlaub, dann kaufen sie sich aber definitiv auch die 10-Tages-Vignette, denke ich mal, und nicht die Tages-Vignette. Ja, wie gesagt, für mich ist es Abzocke mit den erhöhten Preisen. Ich habe nichts gegen eine Tagesvignette, aber nicht zu den Preisen, die dort veranschlagt werden. Das geht mal überhaupt gar nicht. Ja, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare dazu schreiben, was ihr dazu denkt, was ihr dazu sagt, ob ihr das auch Wucher findet, Abzocke findet, im Gegensatz zu den anderen Vignetten. Klar werden die jetzt auch nochmal erhöht, aber der Unterschied ist für mich wie Tag und Nacht. Das ist einfach so. Für einen Tag ist es für mich viel, was dort verlangt wird. Also schreibt es unten mal in die Kommentare, wie ihr die Sache seht, wie ihr dazu steht. Und ansonsten folgt mir noch auf Telegram und auf Getter. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben drüber würde ich mich freuen. Teilt meine Videos und meinen Kanal. Und ansonsten soll es jetzt gewesen sein. Euer Patrick von Auswanderungsziel Ungarn. Macht's gut. Ciao, ciao.